Unsere Rufe sind in den letzten Jahren lauter geworden. Die Rufe von uns Frauen nach Rechten, Chancen und Respekt. Bewegungen wie MeToo haben Millionen von uns auf die Straße gebracht und aufgezeigt, dass Männer und Frauen immer noch ungleich behandelt werden. Was die Welt braucht, sind sichtbare Frauen. Mächtige Frauen, so wie die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die eine Armee von rund 200.000 befehligt. Ja, der größte Gender Gap, den ich in meinem Berufsalltag begegne, ist die Abwesenheit von Frauen. Und es ist die Tatsache, dass Frauen nach wie vor deutlich schlechter bezahlt sind als die männlichen Kollegen. Frauen wie die Schwedin Erika Loss, die eine der letzten Männerdomänen aufmischt, die Pornografie. Wenn wir über Sex reden, dann gibt es auch heute noch einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die sogenannte Orgasmuskluft. Und Frauen wie Yolanda Spiers-Häcklin, die sich alleine gegen den Sexismus der Schweizer Medienbranche stellt und gewinnt. Wenn ich die Zeitung lese, da sind Frauen noch immer Dekoration und irgendwie spielen vor allem in der Werbung mit. Und das stört mich. Diese Frauen spielen die Hauptrolle in dieser Serie, weil sie aktiv dazu beitragen, dass die Welt zu einem gerechteren Ort wird. So wie das viele von uns versuchen, auch ich. Mein Name ist Patricia Lehri, ich bin Ökonomin, Unternehmerin und Journalistin. Unser Vorsorgesystem benachteiligt Menschen, die weniger verdienen oder Teilzeit arbeiten. Und das sind vor allem Frauen. Ich bin aber auch Mutter und kenne die Belastung, die berufstätige Frauen mit Kindern aushalten müssen. Als Wirtschaftsjournalistin bin ich oft die einzige Frau in einem Raum voller männlicher Kollegen. Und auch meine Interviewpartner sind oft Männer. Sie allein erklären uns die Welt und darauf habe ich keine Lust mehr. In dieser Folge will ich herausfinden, welche Rolle Medien für die Gleichberechtigung der Frauen spielen, ob sie Geschlechterklischees zementieren oder diese aufbrechen und was Frauen tagtäglich in den sozialen Medien erleben. Die Geschichten von Yolanda Spiers-Häcklin, Anne Wizorek und Sigi Maurer liefern mögliche Antworten. Und um sie dreht sich dieser Film. An einem verregneten Montagmorgen bin ich mit Rosanna Grütter, der Macherin dieses Films, unterwegs in Zug. Hier in dieser kleinen Stadt in der Zentralschweiz lebt Yolanda Spiers-Häcklin. Mit welchen Gefühlen triffst du dich denn jetzt mit Yolanda? Also als Journalistin und als Vertreterin der Zunft schäme ich mich fast ein bisschen. Es war für mich einer der größten Medienskandale, die ich erlebt habe in meiner Laufbahn, auch als Journalistin. Und ich weiß gar nicht, ob so etwas auch in einem anderen Land hätte passieren können. Es ist alles noch vor MeToo passiert. Yolanda Spiers-Häcklin. Diesen Namen kennen in der Deutschschweiz die allermeisten Leute. Seit 2014 verdienen eidgenössische Medien richtig viel Geld mit ihr. 2015 war sie sogar die meistgegoogelte Frau der Schweiz. Und das kam so. Im Winter 2014 besuchte Yolanda Spiers-Häcklin als frisch gewählte grüne Kantonsrätin eine Feier der Zuger Regierung. Dort geschah etwas, das ihr Leben für immer verändern und die Schweiz auf Jahre beschäftigen sollte. Yolanda erwachte am nächsten Morgen mit Erinnerungslücken und Unterleibsschmerzen. Alles wurde komisch, alles wurde vernebelt und ich habe die Leute nicht mehr erkannt. Und dann nach 10 Minuten weiß ich nichts mehr. Und aufgewacht bin ich zu Hause, morgens um 8. Nach ihrer Untersuchung im Krankenhaus gelangte diese Information an die Medien. Wie genau, ist bis heute nicht geklärt, sagt Yolanda. Ich glaube, ich hätte diese Geschichte nicht mal meinen Eltern erzählt. Also ich glaube, das wäre was gewesen, das ich für mich behalten hätte. Das Verfahren gegen zwei Verdächtige, unter anderem den damaligen Zuger SVP-Präsidenten Markus Hürlimann, wurde eingestellt. Für die Schweizer Öffentlichkeit ist ohnehin klar, die Schuldige ist Yolanda Spiers-Häcklin. Rund 3000 Artikel erscheinen nach diesen Geschehnissen über sie. In vielen davon wird gemutmaßt, dass Yolanda einen Seitensprung vertuschen will.
2015 sieht sie sich deswegen gezwungen, ihre politische Karriere an den Nagel zu hängen. Erst 2017 wendet sich das Blatt. Jolanda Spies-Heckling geht in die Offensive und beginnt, gegen verschiedene Medienhäuser und Journalisten zu prozessieren. Außerdem gründet sie den Verein Netzcourage, mit dem sie sich gegen Hass im Netz engagiert, insbesondere gegen Sexismus. Irgendwann ist einfach mal Schluss mit diesen Fertigmachereien von Frauen, welche nicht schweigen möchten. Ich danke fürs Zuhören. Sie wird so in der Schweiz zu einer feministischen Ikone. Ich möchte wissen, woher sie die Kraft dazu nimmt, welchen Einfluss MeToo auf ihre Geschichte hatte und wie wir es in Zukunft als Gesellschaft vermeiden, wieder die gleichen Fehler zu machen. Die schlimmsten Artikel, die über sie geschrieben wurden, hat Jolanda Spies-Heckling gesammelt. Bei sich zu Hause im Zug gewährt sie mir einen Einblick in ihren Ordner der Schande. Wenn ich mir das so anschaue, also auch über die ganzen Artikel, und es sieht eigentlich so aus, als würde sich eine ganze Branche an einer Frau ergeilen. Wie hast du das empfunden? Ja, eigentlich genau so. Also für mich unverständlich, dass da auch Frauen doch mitgemacht haben, aber es war ja so. Aber die hatten irgendwie sonst ein Problem, glaube ich. Aber all diese Männer, diese alten Männer, welche über mich geschrieben haben und gemutmaßt haben, was da passiert ist hinter dieser geschlossenen Tür. Ich meine, das war einfach nur ekelhaft. 240 Artikel hat das Schweizer Medienhaus Ringier, das auch die Boulevardzeitung Blick herausgibt, alleine über ihren Fall geschrieben. Schon ziemlich schnell wurde ich zur Täterin gemacht, natürlich allem voran von der Boulevardpresse, von Blick. Sogar in der seriösen Presse, im Tagesanzeiger, hieß es dann, ich schade allen Frauen mit meinem Verhalten. Also das ist heavy. Also ich meine, was sollen diese Schlagzeilen? Das ist so widerlich. Ein Nimmerchen für 48'000 Franken. Es ist so krass verharmlosend, das alles. Hauptsache, man kann die Aufmerksamkeit der LeserInnen gewinnen und die Auflage steigen. Und da wurde so viel Geld verdient mit dieser Art von Schlagzeilen. Wie kann so etwas so entgleisen? Es hat die Kontrollinstanz hat gefehlt. Es hat niemand die Reißleine gezogen. Es hätte jemand Menschen hier im Zug, also irgendwie Politiker, irgendwelche Regierungspräsidenten, die hätten Stopp sagen können. Stopp gesagt hat niemand von ihren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen im Zuger Kantonsrat. Im Gegenteil, man misstraut ihr öffentlich, genauso wie dem Verdächtigen Markus Hörlimann. Also es gab PolitikerInnen aus allen Parteien, sogar von linken Parteien, von der SP zum Beispiel, welche da mitgemacht haben. Die haben sich da vor die Kamera gedrängt und Rücktritte gefordert, anstatt einfach zu sagen, diese Geschichte gehört nicht in die Medien. Wie will man hier von Vertrauen und Ehrlichkeit reden, wenn man das immer im Hinterkopf wieder vorkommt, was hier passiert ist? Ich glaube, die meisten Leute wären so, dass man sich zurückziehen würde und sagen, okay, es ist vorbei, es ist passiert, aber ich ziehe mich jetzt zurück. Und sie gehen voll in die Offensive. Das verstehe ich nicht. Da haben wir Mühe, wenn solche Leute nachher mit Ausreden und Widersprüchen in den Medien sich da aus der Verantwortung ziehen. Was ja immer wieder hier auch durchdringt in all diesen Artikeln, wird ja dann auch der Vorwurf laut, du hast diese Aufmerksamkeit, dieses Blitzlichtgewitter, diesen Medienscheinwerferlicht auch gesucht. Ich hätte mir nichts mehr gewünscht, als dass man mich in Ruhe gelassen hätte. Wir mussten die Kinder aus der Schule nehmen. Ich musste Antidepressiva nehmen, obwohl ich stets ein sehr fröhlicher Mensch war. Kam ich nicht drum herum. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch leben würde. Ich denke, die Pharmabranche hat mir da recht viel gerettet. Noch viel wichtiger ist zu dieser Zeit aber die Unterstützung ihres Ehemanns. Reto Spies stand immer bedingungslos auf der Seite seiner Frau und tut das bis heute. Er äußert sich nicht gern vor den Medien, macht für uns aber eine Ausnahme.
Bei einem Café in ihrer gemeinsamen Wohnung erzählt er mir, warum er Journalistinnen gegenüber normalerweise misstrauisch ist. Die Journalisten, die mich kontaktiert haben, das waren dann eigentlich die Bösen. Jene, die jetzt verurteilt sind oder sich in Strafverfahren befinden. Die haben dann beispielsweise bei der Arbeit mich angerufen und mich um eine Stellungnahme gebeten. Das haben sie natürlich sehr mit viel Charme, so gut es möglich war, versucht und mich zuerst freundlich versucht zu ködern. Und als ich da abgelehnt habe, haben sie mir Druck gemacht. Und die letzte Druckstufe war dann zu sagen, ja, wenn sie nichts sagen, dann schreiben wir halt irgendeinen Boxmist. Und so war es dann auch gekommen. So stand dann in der Weltwoche, ich sei ausgezogen aus der gemeinsamen Wohnung. Und hättest die Kinder gerade noch mitgenommen, ja. Es ist ja sehr schwer vorstellbar, wenn so eine Lawine über einen hereinbricht. Wie funktioniert man da als Familie weiter? Ja, man verliert schon auch ein Stück weit das Urvertrauen, das man vielleicht vorher hatte. Und wenn man merkt, wie man da einfach ins Bodenlose stürzt, wo sich Dinge ereignen, die man sich in den schlimmsten Träumen nicht hätte vorstellen können, das zerstört schon etwas im Inneren. Wir mussten übrigens auch die Fenster abdecken. Aus Angst vor JournalistInnen. Die Polizei patrouillierte im Quartier. Und als sich das so ein bisschen, ja, also die Medienkampagne hat Fahrt aufgenommen, haben wir uns entschieden, auf ärztlichen Rat hin, dass wir die Gegend für eine Zeit verlassen. Ja, das war die Katastrophe. Ich hatte da wirklich einen Zusammenbruch erlebt am Tag nach Heiligabend. Und da musste ich dann medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Bin ich aber der Meinung, da ist dann Jolanda eigentlich sehr schnell wieder auf die Beine gekommen und hat sehr schnell in den Kämpfermodus geschaltet und sich aufgerappelt und auch den Rest der Familie da mitgezogen. Wann kam dann schließlich der Wendepunkt? Ich glaube, für die öffentliche Wahrnehmung war es das Interview von Reto mit Watson. 2017 redet Reto Spies, abgesehen von heute, das erste und einzige Mal öffentlich über seine Frau. Diese ist davon überzeugt, das Interview hat zu einem Umdenken über ihren Fall geführt. Wie kam es zu diesem Schlüsselinterview? Eben, es war mir eigentlich von Anfang an klar, dass der Moment kommen wird, wo ich in die Offensive gehen muss und auch will. Und das Schwierige war, den richtigen Moment abzuwarten, die richtige Person, den richtigen Journalisten abzuwarten und es dann zu platzieren und nicht in Hektik zu verfallen. Und nach 2,5 Jahren war Hansi Voigt dieser Mann, der keine fixe Vorstellung hatte, was genau passiert ist. Er war offen. Er konnte mit diesem Interview und auch akribischer Recherchearbeit eine Gegendarstellung machen. So, Hansi, wie geht's? Gut. Komm rein. Der Mann, der das Interview mit Reto Spies damals geführt hat, heißt Hansi Voigt. Achtung. Willst du Tee oder? Ja, sehr gerne. Ich will natürlich Tee trinken. Am besten Pfefferminz. Hast du schon gehört? Er war 3 Jahre lang Chefredakteur beim Schweizer Online-Medium Watson und ist einer der wenigen Journalisten, der bereits 2017 auch Jolandas Seite beleuchtet hat. Ich besuche ihn zu Hause in Sagans und spreche mit ihm über die Rolle, die Watson und er in Jolandas Geschichte spielen. Was hat denn dieses Interview mit dem Ehemann von Jolanda Spies-Heklin verändert? Jolanda Spies-Heklin, also sie wurde ja irgendwie manipuliert oder irgendwie abgeklemmt. Oder wenn sie irgendetwas versucht hat, wurde das eher negativ dargestellt. Und ich habe dann ihr gesagt, ich würde gerne mit ihrem Mann reden. Und jetzt
kann man natürlich sagen, aha, da kommt der Mann und der redet wieder nur mit dem Mann und so weiter und erst dann gilt es. Und es ist wahrscheinlich verblüffend, wie viel mehr Wirkung diese Geschichte erzielt hat, weil der Mann spricht. Also auffällig bei diesem Interview ist ja auch, da sind sehr sexistische Fragen dabei. Ich finde es total wichtig, diese Fragen, die ich mir nie stellen würde, nach der Kürze des Rocks oder irgendwie schulterfreien Kleidern oder sowas. Das waren aber die Fragen, die die Leute in den Köpfen hatten und ich musste die stellen. Und unter anderem mit der sehr unangenehmen Frage, ob er nicht manchmal das Gefühl hat, sie soll doch endlich Ruhe geben. Und dann hat er gesagt, das finde ich bis heute absolut großartig, Yolanda kämpft auf ihre Weise. Ich kämpfe eher auf die ruhige Weise, aber wir machen beide einfach so lang, bis es gerecht ist. Und das ist mal ein Statement. Hat dieser Artikel in der Medienszene dann zu einem Umdenken geführt? Teils, teils. Ich meine, es ist ein Spiegel, den man der Medienszene vorhält. Und manche fanden diesen Spiegel nicht sehr, sehr angenehm. Aber andere haben tatsächlich angefangen zu sagen, hey, tatsächlich, da gibt es eine andere Version. Was wir uns da in unserem Kopfkino irgendwie alles dazumals ausgereimt haben. Wir sind von einer falschen Annahme ausgegangen und es haben sich verschiedene Journalisten auch öffentlich entschuldigt. Dazu gehören zum Beispiel Erich Aschwanden von der Neuen Zürcher Zeitung. Ich würde den Artikel so nicht mehr schreiben. Eigentlich hätte man müssen schauen, okay, was ist Fakt? Und die basierend auf dem seine Artikel schreiben. Oder Carmen App von der Online-News-Plattform Zentral Plus. Wenn ich damals gewusst hätte, wie wichtig es ist, dass sich Yolanda Spiess-Häcklin wehrt gegen die Vorwürfe, die in den Medien kursiert sind, hätte ich den Artikel nicht geschrieben. Was hat diese Geschichte für Mechanismen bedient? Diese Geschichte hat natürlich alles, was im klassischen Boulevard, ja, über den es vielleicht noch mal zu definieren gilt, wirklich eine Rolle spielt, was als erfolgsversprechend gelten würde. Also diese ganze Formel, Titten, Tränen, Tiere, also quasi als dieser Appell an die ganze Emotionalität des Lesers ist hier natürlich enorm vorhanden. Ja. Aber nennen wir vielleicht auch das Kind beim Namen. Also mit solchen Geschichten kann man natürlich sehr viel Geld verdienen. Wie viel? Dann macht man vielleicht 300.000 Franken im Online-Umsatz und dann vielleicht nochmal 600.000, 700.000 im Print als Umsatz. Also da ist man relativ schnell bei einer runden Million Bruttogewinn, der erzielt wurde, allein mit der Berichterstattung über Yolanda Spiess-Häcklin. Mich stimmt betroffen, wie viel Medien damit verdient haben, Yolanda öffentlich zu vernichten. Gleichzeitig bin ich froh darüber, dass sich der Ton der Berichterstattung über sie doch noch gewandelt hat. Das Interview mit Reto Spiess hat dabei sicher eine Rolle gespielt. Noch viel wichtiger dürfte aber ein anderes Ereignis gewesen sein. Im Oktober 2017 erschüttert MeToo die Welt. Die Schauspielerin Alyssa Milano macht den Hashtag populär, unter dem später Hunderttausende von Frauen ihre Erfahrungen mit sexueller Gewalt in den sozialen Medien teilen werden. Ausgelöst wird diese Lawine durch den Skandal um den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein, der von Dutzenden von Frauen beschuldigt wurde, sie sexuell belästigt zu haben. Darunter so berühmte Schauspielerinnen wie Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie. MeToo löst endlich eine längst fällige öffentliche Debatte über sexuelle Gewalt aus. Und auch privat sprechen wir Frauen öfters über dieses Thema. Mit Filmemacherin und Freundin Rosanna tausche ich mich zum Beispiel regelmäßig darüber aus, wie MeToo die Medienbranche verändert hat und unser eigenes Leben. Ich habe gemerkt, dass ich sehr, sehr viel verdrängt habe, vor allem auch als Praktikantin, dass man da alles erlebt an Machtmissbrauch, auch latente Ausnutzung der höheren Position, was man im Arbeitsleben und gerade auch im Mediensektor alles erlebt. Was mir auch aufgefallen ist, dass man früher auch wirklich ganz viel erduldet hat. Man hat weggesehen, man hat oft auch den Journalisten oder Männern die Praktikantinnenbetreuung übergeben, die eben sehr anzügliche Sachen gesagt haben, gemacht haben, da erinnere ich mich auch dran. Warum glaubst du, ist das so? Also das frage ich mich einfach ständig immer wieder. So, wieso hat das so lange gedauert, bis irgendwie dieser Aufschrei kam? So? Also
dass man halt eigentlich vieles lernt, sich selber zuzuschreiben, sich selbstkritisch zu sehen, die Schuld eher bei sich zu suchen. Ich meine, ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die sehr konservativ das gesehen hat, die auch gesagt hat, jetzt gehst du ins Gymnasium, in eine Stadt und da ziehst du sicher keine kurzen Röcke an, sonst passiert dir was. Die Verantwortung liegt ja auch bei den Frauen. Also wenn du nicht möchtest, dass dir etwas passiert, dann sollst du dein Verhalten anpassen. Das wird dir als Frau beigebracht. Ich habe das nie irgendwie erlebt, dass meinem Bruder gesagt worden wäre, so hey, so egal wie eine Frau gekleidet ist, das darfst du nicht tun. Das ist irgendwie nie passiert, so in meiner Erinnerung, in meiner Kindheit. Und die Welt ist einfach so, man hat das akzeptiert, die Mechanismen sind so und man hat sich das auch schön geredet als Frau oft. Der ist halt so charmant, alte Schule, das macht man halt noch so. Ja. Glaubst du, MeToo hat den Frauen ihren Vorteil gebracht letztlich? Es hat unter den Frauen eine Solidarisierung mit sich gebracht. Ich finde so die Scham, die irgendwie mit solchen Geschichten einhergeht, ist kleiner geworden. Also bist du auch mutiger oder selbstbewusster geworden dadurch? Ja, auf jeden Fall. Eine der Frauen, die dafür verantwortlich ist, dass die Diskussion über sexuelle Gewalt überhaupt ins Rollen kam, ist die deutsche Aktivistin Anne Wizorek. Sie organisierte zum Beispiel die Berliner Slutwalks, an denen Tausende von Frauen für ihre sexuelle Selbstbestimmung demonstrierten. Und sie lancierte den Hashtag Aufschrei auf Twitter, quasi der deutsche Vorläufer von MeToo. . 2013 wurde sie dafür mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet, einem renommierten deutschen Medienpreis. Hallo, das waren wir. Hallo, das ist Patricia, sie wird das Interview mit dir führen. Super. Freut mich sehr, dich virtuell mal kennenzulernen. Gerne. Was stecken für Erfahrungen hinter dem Hashtag, auch bei dir persönlich? Also ich habe längst nicht alles geteilt, was ich an Erfahrungen selber schon machen musste, aber habe unter anderem darüber geschrieben, ja, wie ich eben als Studentin von einem Professor, bei dem ich eben in der Sprechstunde war, anzügliche Fragen auch gestellt bekommen hatte, wo ich dann auch später herausbekommen habe, dass er sozusagen schon bekannt dafür ist, auch gerne sich ja, junge, gut aussehende Studentinnen irgendwie dann als Hilfskräfte zu organisieren und dergleichen. Ansonsten hat sich unter dem Hashtag wirklich die ganze Bandbreite von Sexismus und sexualisierter Gewalt gezeigt, also von so Bemerkungen in der Schule, wie wo der Lehrer dann sagt, ja, Mädchen können ja eh kein Mathe, bis hin zu, man wird beim Ausgehen irgendwie begrapscht, nachts verfolgt, aber auch ja, sexuelle Übergriffe innerhalb der Familie zum Beispiel wurden geschildert. Du kämpfst ja an verschiedenen Fronten quasi, also hast sehr viele Initiativen und Projekte. Zum Beispiel, da war diese Netz ohne Gewalt-Aktion mit sehr vielen Expertinnen und Politikerinnen auch. Um was ging es dabei? Mir war das wichtig, da Menschen zusammenzubringen, die zum Thema digitale Gewalt zusammenarbeiten, aber auch vor allem nicht aus dem Blick verlieren, dass da auch geschlechtsspezifische Gewalt nochmal eine große Rolle spielt. Also wir möchten damit einfach auch ein Statement setzen, dass digitale Gewalt noch viel größer ist als dieses, was, sag ich jetzt mal, immer unter diesem Begriff Hass im Netz mitunter kursiert. Also die häusliche Gewalt oder auch die Gewalt nach einer Trennung in einer Beziehung wird immer häufiger auch mit Hilfe von digitalen Medien ausgeübt. Da werden dann Tracking-Devices benutzt. Da werden vielleicht Bilder, die zuerst im Einverständnis geteilt wurden, miteinander, vielleicht auch Nacktbilder, dann entsprechend unerlaubt verbreitet. Also auch das ist digitale Gewalt. Und dieses Feld ist einfach sehr viel größer als sozusagen nur die Hasskommentare, die wir gerade sehr stark im Fokus haben. Und weshalb ist dieser Kampf gegen Hass im Netz, gegen digitale Gewalt eine gesellschaftliche Aufgabe? Es ist ja so, das Internet kann ja nur so gut sein wie die Menschen, die es benutzen. Und wenn es missbraucht wird, um Menschen wiederum zu stalken, zu bedrohen, ihnen ja auch wirklich psychisches und am Ende damit auch mal körperliches Leid zuzufügen, dann ist das was wir ganz klar adressieren müssen. In der Schweiz kämpft Jolanda Spies-Hecklin gegen Hass im Netz. Wie siehst du ihre Geschichte?
sie leistet da wirklich gerade Pionierinnenarbeit, finde ich. Also gerade was die ganze Diskussion rund um digitale Gewalt angeht, aber natürlich auch Umgang mit Medien, mit Frauen und wie Sexismus in der Branche sich auch nochmal auswirkt und was das für die Berichterstattung gerade auch zu sexualisierter Gewalt dann nochmal heißt. Und da kann ich nur hoffen, dass genug Menschen auch wertschätzen, was sie da gerade macht. 2017 ist das Wendejahr für Jolanda Spiers-Hettling. Danach geht sie in die Offensive und beginnt gegen sexistische Berichterstattung und den Hass, der ihr in den sozialen Medien entgegenschlägt, zu kämpfen. Sie verklagt unter anderem das Medienhaus Ringier, das die Zeitung Blick herausgibt. Ihr Name hätte in der allerersten Schlagzeile über ihren Fall 2014 nicht genannt werden dürfen. Wie wichtig war es dir, juristisch vorzugehen? Absolut wichtig. Ich glaube, die Stärke, die ich jetzt in mir trage, die habe ich gewonnen durch diese wichtigen juristischen Siege. Es gab eine Zeit, da glaubte ich nicht mehr an den Rechtsstaat. Und dies wieder zu spüren, dass das System funktioniert, das war für mich was vom Wichtigsten. Und der absolut wichtigste Sieg war bis jetzt natürlich schon dieser gegen Ringier. Jolanda Spiess-Hecklin erringt gegen den Blick einen Teilsieg. Die Zeitung habe mit ihrer Berichterstattung die Persönlichkeitsrechte der ehemaligen Zuger Kantonsrätin widerrechtlich verletzt. Die Geschichte von Jolanda Spiess-Hecklin wühlt vieles in mir auf. Und wenn ich aufgewühlt bin, dann male ich. Dunkle, gejagte Bilder. Denn auch ich habe bereits Erfahrungen mit sexistischer Berichterstattung machen müssen. Wie das damals war, erzähle ich Rosanna. Ja, ich habe halt gemerkt, das ging in den Köpfen wie nicht zusammen. Kommt eine junge, attraktive Frau und die erzählt uns was über Wirtschaft. Und da habe ich schon von Anfang an in meiner Karriere immer Kommentare und Briefe erhalten. Was will mir diese Barbie von Wirtschaft und Börsenkursen erzählen? Was macht die da? Die versteht ja nichts. Und ich bin Ökonomin und habe mir das hart erarbeitet, zum Teil auch härter erarbeitet als männliche Kollegen oder andere Moderatoren, die haben gar nicht Wirtschaft studiert. Die hatten halt graue Haare und diesen Senior-Look, der ihnen anscheinend Kompetenz verliehen hat, mehr als eigentlich ein Studium zum Fachgebiet. Und das hat mich von seit jeher verfolgt. Leider auch die Presse hat das auch immer so gesehen. Es ging nur um den Jugendwahn, den Schönheitswahn des SRF. Wie lange ist das denn her? Das ist noch nicht lange her, das ist 3 Jahre her. Also war es ja gar nicht so, da warst du ja nicht 16. Nein, ich war vor 14. Jahren. Aber klar, das ist ein Jugendwahn. Das Schweizer Fernsehen hat ein Problem mit Jugendwahn. Aber da habe ich entschieden, dass ich mich wehren möchte. Ich habe eine Anwältin angerufen und gesagt, so gehe es nicht. Und die hat natürlich gesagt, die müssen sich entschuldigen, die müssen das korrigieren. Da gehen wir jetzt dagegen vor und verlangen das alles. Das folgt dann auch wirklich in die Berichtigung mit der richtigen Berufsbezeichnung und dem Hintergrund und den Kompetenzen und auch eine Entschuldigung. Hallo, hey. Frau Wiene. Die Anwältin, die mir damals geholfen hat, ist Rena Zulauf. Sie ist die Schweizer Medienrechtsanwältin und vertritt auch Jolanda Spiess-Hecklin vor Gericht. Ich besuche sie in ihrer Kanzlei in Zürich und möchte von ihr wissen, welche weiteren Verfahren sie und Jolanda gegen Ringier anstreben. Im zweiten Verfahren, das wir jetzt angestrengt haben, geht es darum, dass der Gewinn, den Ringier AG erwirtschaftet hat, Jolanda Spiess-Hecklin zugesprochen wird. Je mehr Klicks ein Beitrag generiert, desto mehr Werbung können Sie um diesen Beitrag platzieren, desto mehr Gewinn kann ein Medienunternehmen generieren. Und das hat eine fatale Folge, weil insbesondere Medienbeiträge klicken, die Schockierendes, Skandalisierendes oder Abstruses bringen. Bei Jolanda Spiess-Hecklin war es beispielsweise so, einer der meistgeklicktesten Beitrag, da hieß es, was geschah hinter dieser Tür?
und man kommt auf diese Tür klicken. Und diese Versuchung, hier zu klicken und zu sehen, was geschieht jetzt da dahinter, sind jetzt da zwei gerade mitten im Akt, das löst einen Reflex aus bei vielen Menschen und sie klicken auf diesen Artikel. Das heißt, mit wenig journalistischem Aufwand können Sie heute unglaublich erfolgreiche Artikel lancieren. Wir haben im Recht bislang sehr wenig Rechtsprechung zum Thema Gewinnherausgabe. Deswegen sind wir hier wohl derjenige Fall, der mutmaßlich wegweisend werden könnte. Hat es Sie erstaunt, so ein erfahrenes Medienunternehmen wie Ringier, das jetzt so weit ging in der Berichterstattung? Es hat mich leider Gottes nicht erstaunt. Ich glaube, das war ganz einfach Kalkül. Jolanda Spies-Häcklin hat gut geklickt. Also ich glaube, beim Blick gehört dieses Risiko, das einkalkuliert wird, letztlich bedauerlicherweise zum Geschäftsmodell. Ringier hat sich zwar öffentlich bei Jolanda Spies-Häcklin entschuldigt, das Geschäftsmodell könnte aber so oder so bald veraltet sein. Wenn sie auch ihren nächsten Prozess gegen Ringier gewinnt, muss ihr das Medienhaus den Gewinn ausbezahlen, den es mit ihr gemacht hat. Und wenn das passiert, haben Medienunternehmen in der Schweiz in Zukunft keinen Anreiz mehr, mit solchen Geschichten Geld zu verdienen. Das könnte die Medienbranche in der Schweiz dramatisch verändern. Das reicht aber längst nicht, findet Jolanda, denn sie hat auch in den sozialen Medien viel Hass erfahren müssen. Wir Frauen wissen, wenn wir uns wehren, schlägt uns oft große Wut entgegen. Du hast ja sehr viel erlebt in puncto Hass. Gibt es dennoch noch Botschaften, die dich selber immer noch erschüttern? Also wirklich, wirklich mitgenommen hat mich diese Nachricht. Da wünscht mir jemand den Tod, ganz klar, aber auch meinen Kindern. Und er beschreibt hier ganz detailliert, was er mit den Kindern machen wird, bevor sie dann sterben. Ein Mensch hat sowas geschrieben und findet, das ist so. Und das macht mir natürlich Angst. Es ist anonym, es kann jeder sein. Es kann irgendwie mein Nachbar sein, theoretisch. Es gibt auch Nachrichten, die nehmen Bezug auf mich, auf meine Kleider, die ich an einem Tag trage. Beschreiben dann, wie ich ausgesehen habe, welche Farbe mein T-Shirt hatte und so. Es war aber so, dass das ein anonymer Facebook-Account war. Der wurde eigens erstellt, um diese Drohung mir zu schicken. Und die Staatsanwaltschaft, die konnte nichts machen. Die haben zwar ein Rechtshilfegesuch dann gestellt, aber ich glaube, gar keine Antwort bekommen von Facebook. Und das ist eigentlich das Tragische, oder? Man ist wirklich sehr, sehr ausgeliefert. Diese Konzerne machen, was sie wollen. Sie verdienen so viel Geld, aber müssen sich nicht an die Schweizer Gesetze halten. In Österreich ist dies nun anders. Dort wurde im Dezember 2020 ein Gesetzespaket gegen Hass im Netz verabschiedet. Dieses macht es einerseits für die Opfer leichter, sich zu wehren. Andererseits nimmt es auch Kommunikationsplattformen wie Facebook und Co. in die Pflicht. Treibende Kraft hinter dem Gesetz war die grüne Politikerin und Nationalrätin Sigi Maurer. Sie treffe ich an ihrem Arbeitsort bei den Grünen in Wien und lasse mir das Gesetzespaket noch einmal im Detail erklären. Also es sind zwei verschiedene Gesetzesteile. Das eine ist das Kommunikationsplattformengesetz. Da geht es darum, dass Facebook, Twitter und Co. in die Pflicht genommen werden, dass sie Ansprechpartner haben im Land, dass direkt geklagt werden kann, wenn man etwas zum Klagen hat, dass Meldesysteme eingerichtet werden müssen und auch, dass Postings gelöscht werden müssen. Und das Zweite ist, dass im Zivilrecht Möglichkeiten geschaffen wurden, dass tatsächlich leichter geklagt werden kann. Habt ihr jetzt durch das dann eines der strengsten Gesetze europaweit gegen Hassrede? Wir haben jedenfalls ein Gesetzespaket, das auf beiden Seiten, also auf Seiten der Kommunikationsplattformen als auch auf Seiten der Betroffenen, wo wir die Betroffenenrechte und den Schutz der Betroffenen massiv ausgebaut haben, haben wir sicher das beste Gesetz, würde ich sagen. Ja. Also wenn ich mir so Gruppierungen anschaue und man sieht, dass eben wirklich auch Online-Gewalt plötzlich auch in Offline-Gewalt überschwappen kann, dann frage ich mich schon, und ich verstehe es bis heute noch nicht, woher kommt diese tiefe Wut gegenüber Frauen? Naja, das ist ja auch nichts Neues. Also es ist vieles, was ich auf Facebook über Nachrichten bekomme,
wird am Stammtisch genauso ausgesprochen. Also ich komme ursprünglich aus Tirol, aus einem Tal mit sehr viel Skitourismus, und was dort in den Diskos herumgebrüllt wird, das ist unerträglich und das ist kein neues Phänomen. Also der Hass entsteht ja nicht, weil es das Netz gibt, sondern der Hass ist schon da. Was, glaube ich, schon dazu kommt, ist, dass die Gesellschaft sich insgesamt verändert. Frauen werden nicht mehr so eindeutig auf einen Platz geschoben. Sie wehren sich, sie sind laut, sie haben plötzlich ähnliche Privilegien wie die Männer. Und das ist natürlich Machtverlust und damit tun sich viele Männer schwer. Dass sie sich jetzt nicht mehr nur, weil sie Männer sind, schon eine bessere Stellung in der Gesellschaft sichern können. Das ist offensichtlich für viele bedrohlich. Sigi Maurers politisches Engagement gegen Hass im Netz basiert auf eigenen Erfahrungen. 2018 erhielt sie vom Facebook-Account eines Wiener Bierlokals eine obszöne Nachricht, oder klarer, eine Vergewaltigungsdrohung, kurz nachdem sie an eben diesem Lokal vorbeigegangen war. Sie veröffentlichte die Nachricht mitsamt dem Namen des Ladenbesitzers auf Facebook. Er zeigte sie infolgedessen wegen übler Nachrede und Kreditschädigung an. Erstinstanzlich wurde Sigi Maurer schuldig gesprochen und zu einem Bußgeld von insgesamt 7.000 Euro verurteilt. Der Richter glaubte ihr zwar, allerdings habe sie nicht beweisen können, dass tatsächlich der Ladenbesitzer die Nachricht geschrieben habe. Zweitinstanzlich wurde das Urteil dann zwar aufgehoben, der Schock sitzt bei Sigi Maurer aber immer noch tief. Sie nimmt mich mit zum Landesgericht für Strafsachen in Wien, an den Ort, an dem sie verurteilt wurde, weil sie sich gewehrt hatte. Sigi, wie viele Male bist du da? Hast du diesen Weg gemacht? Ja, ich glaube 3, 4, 5 Mal. Hier wurdest du erstinstanzlich verurteilt. Was hast du in dem Moment gedacht? Ich bin am zweiten Prozesstag dann schuldig gesprochen worden. Da habe ich mir gedacht, das gibt es doch wohl nicht. Habe aber auch gedacht, gut, dann gehe ich halt bis zum Europäischen Gerichtshof, wenn es sein muss. Und ja, also es hat sich gezogen über 2,5 Jahre. Es waren mehrere 10.000 Euro, die dieser Prozess gekostet hat. Es ist jetzt so, dass der Kläger eigentlich die Kosten übernehmen muss. Ich gehe leider davon aus, dass er sie nicht zahlen kann. Bis jetzt ist das alles selber gezahlt? Selbstverständlich, ja. Wenn du jetzt zurückdenkst, hat sich das gelohnt? Also gelohnt. Ich habe mir nicht ausgesucht, dass ich verklagt werde dafür, dass ich mich gegen Hass im Netz wehre. Aber ich würde sagen, in der Gesamtheit der Geschichte ist es gut ausgegangen. Es hat zwar sehr viel Geld gekostet, aber wir haben ein großes Gesetzespaket gegen Hass im Netz auf den Weg bringen können. Und es gibt einen Rechtshilfefonds für andere Betroffene von Hass im Netz, mit dem sie unterstützt werden, wenn sie klagen möchten. Und ich glaube, insgesamt ist die Awareness für das Thema einfach sehr gestiegen und auch die Akzeptanz von Hass im Netz deutlich gesunken. Im Fall von Sigi Maurer ist aus einem schlimmen Erlebnis eine neue Gesetzgebung gegen Hass im Netz entstanden. Ende gut, alles gut, könnte man meinen. Nur in Deutschland und in der Schweiz sieht es ganz anders aus als in Österreich. Hier hinken die Gesetze noch immer stark hinter dem realen Leben im digitalen Zeitalter her. Und genau hier setzt Jolanda Spiers-Häcklin mit ihrem Projekt Netzcourage an. Seit 2016 kämpft sie mit dem Verein gegen Hass im Netz, insbesondere gegen Sexismus, aber auch gegen alle anderen Formen von Diskriminierung. Sie leistet Soforthilfe für die Opfer und betreibt Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Bereits mehrfach wurde sie für ihre Arbeit ausgezeichnet, auch in Deutschland. Warum sind Frauen so viel mehr betroffen als Männer? Ich glaube, in den Augen vieler Männer sind Frauen halt wirklich noch nicht auf der gleichen Ebene. Viele meiner Hater haben, glaube ich, nicht verstanden, dass Frauen dieselben Rechte haben, dass wir die Gleichstellung eigentlich leben sollten. Also viele dieser Hater, die nutzen die sozialen Medien halt auch, um diesen Hass so auszuleben, weil sie das vielleicht zu Hause nicht mehr können. Also weil sie da in die Schranken gewiesen werden oder im Restaurant am Stammtisch zum Beispiel, wird es nicht mehr so gutiert, aber online, auf den sozialen Medien, da hat es wie keine Barriere.
ich mache von allem, und das habe ich mir angewöhnt, Screenshots sofort. Bevor ich irgendwas anderes mache, mache ich immer einen Screenshot. Der wird sofort gespeichert auf einem externen Server. Zwischen 50.000 und 80.000 Screenshots, glaube ich, sind da schon drauf. Ein Archiv des Hasses. Ja, es ist wahrscheinlich die größte Hassdatenbank der Schweiz, glaube ich. Gibt es auch bekannte, prominente Frauen, die sich bei dir melden? Ja, das gibt's. Also ich stehe nicht unter Schweigepflicht, glaube ich. Aber ich hausiere auch nicht mit Namen. Aber ich habe auch schon eine Bundesrätin beraten. Das gibt's, und das sind wirklich nicht einfach linke Frauen. Es sind bürgerliche und auch bürgerliche Männer. Und das sind CEOs und es sind auch Migranten. Ja, das gibt einfach alle. Ich glaube, Hass im Netz trifft uns einfach alle. Kannst du mir auch ein Beispiel geben von einem ganz bekannten Fall? Ja, also ein Fall, welcher sehr großes Aufsehen erregt hat in der Presse dann auch, das war, als ein paar Juso-Frauen BHs verbrannt haben. Das war ein feministisches Symbol und das hat wahnsinnig viele alte Männer getriggert. Gemeinsam mit der damaligen Präsidentin der Schweizer Jungsozialisten Tamara Funicello erstattete Jolanda Spies-Häcklin rund 40 Mal Anzeige. Daraufhin wurden über 20 Männer verurteilt. Und das gab dann so ein kleiner Aufschrei. Im Sinne von, oh, passt auf, wir werden beobachtet, wir werden angezeigt, wir dürfen uns jetzt nicht mehr alles leisten, was wir früher noch täglich gemacht haben. Ja, ich glaube, da müssten wir auch ein bisschen mehr noch hinschauen. Ich glaube, auch die Politik hat das noch nicht ganz verstanden, was soziale Medien halt auch für eine Kraft haben. Nicht nur die Kraft der sozialen Medien ist groß, sondern auch jene von Jolanda Spies-Häcklin. Wie sie es geschafft hat, sich wie ein Phönix aus der Asche, aus den Trümmern ihres Lebens zu erheben, das möchte ich wissen. Und woher nimmt sie die Kraft, sich jeden Tag mit so viel Hass zu beschäftigen? Ich finde, eine Geschichte, wie ich sie erlebt habe, darf sich nicht wiederholen. Es darf nie mehr sowas passieren. Ich will, dass meine Tochter sowas nicht erlebt und auch ihre Freundinnen nicht. Und deswegen braucht es eine Aufarbeitung der Geschehnisse. Eine Ungerechtigkeit löst so viel aus und lässt einem eigentlich Flügel wachsen. Und irgendwann kann man fliegen. Und irgendwann schafft man Dinge, die man nie schaffen würde, wenn das nicht so schlimm gewesen wäre. Wenn wir mal alles hinter uns haben, wenn dann auch die Kinder nicht mehr hier in der Schule sind, wenn wir wieder etwas freier sind, dann gehen wir dann weg. Dort, wo uns noch niemand kennt, und dort irgendwie das Leben neu beginnen. Das ist so ein bisschen der Wunsch. Bis dann halten wir es hier noch aus, glaube ich. Was für mich von den Geschichten von Anne Wizorek, Sigi Maurer und Jolanda Spies-Häcklin bleibt, ist ein Gefühl der Hoffnung. Ich weiß, so wie wohl alle anderen Frauen auch, ganz genau, wie schlimm sich Sexismus und Hass anfühlen. Und trotzdem bringen uns diese Erfahrungen auch näher zusammen, wenn wir sie denn miteinander teilen. Das Wissen, dass wir nicht alleine sind und dass wir gemeinsam viel erreichen können im Kampf um eine gerechtere Welt, macht mir Mut. Das waren die Geschichten kämpferischer Frauen. Wir haben aber auch noch mit anderen starken Menschen gesprochen. Ein Film dreht sich um Frauen und Macht und der andere um Frauen und Pornografie. Ihr seht die Videos rechts eingeblendet.